Humanity is not a crime. Humanity is not a crime. العمل الإنساني ليس بجريمة. العمل الإنساني ليس بجريمة. نحن هنا لننقذهم. نحن لندعم اللاجئين. نحن لنكون بر الأمان لهم. Humanity is not a crime. Humanity is not a crime. Die Kriminalisierung von Freiwilligen, die Ertrinkenden retten, ist der Verrat der europäischen Werte und der Menschenrechte. Lasst uns heute alle gemeinsam dafür aufstehen und kämpfen, dass Sarah, Sean und Nasos aus der Untersuchungshaft kommen und ihr Leben fortführen können. So, I think she should not be treated the way she's treated now. She should be treated what she is, and she's a hero. And this is just unjust. So I'm calling my government and the EU to stop criminalizing rescuers. It's not fair, it's just unjust. Aus Berlin. Ich habe Sarah Mardini nur 10 Minuten kennenlernen dürfen. Ich habe sie an der Bushaltestelle getroffen und wir haben über ihre Arbeit auf Lesbos gesprochen und insbesondere über die Anschaffung von Waschmaschinen für die Flüchtlinge. Und sie hat mir innerhalb dieser kurzen Zeit so klar gemacht, wie ihr Plan ist, da viele Waschmaschinen über Spendenkampagnen zu besorgen, dass ich ziemlich beeindruckt war. Und ich glaube einfach, Sarah ist eine Person, die ein sehr gutes Auge hat für ihre Mitmenschen und für das, was zu tun ist und die auch den Biss dafür hat, das umzusetzen. Und wenn ich gehört habe, dass ihr großer Traum ist, eines Tages eine NGO zu gründen, dann werde ich einer der Ersten sein, der dazu beitritt. Hilfsbereitesten, freundlichsten und super engagiertesten Menschen, die ich kenne. Und er hat auch immer probiert, noch andere zu motivieren, Gutes zu tun, irgendwie zu helfen. Und hat es nicht verdient, für sowas im Gefängnis zu sitzen. Und keiner.